Die Stiftung Warentest. Seit fast 60 Jahren gibt es sie. Sie ist unabhängig, standardisiert und vor allem eins, mächtig. Auf die Frage, ob sie sich von einem negativen Testurteil bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen lassen, antworteten 54% mit eher ja und 12% mit ja auf jeden Fall. Wir Deutschen vertrauen der Stiftung Warentest also wirklich so sehr wie kaum einer anderen Organisation. Dabei stehen Testergebnisse auch immer wieder in der Kritik. Während unserer Recherche stießen wir dabei auf zahlreiche fragwürdige Testergebnisse, sprachen mit der Stiftung Warentest selbst und mit Menschen aus der Industrie. Das heißt, es könnte eine bessere Version des Produkts geben, die zum Testzeitpunkt in den Läden steht und danach wieder durch die schlechtere ersetzt wird. Genau so war es. Wer steckt hinter der Stiftung Warentest? Wer bezahlt sie? Und wie werden reibungslose Testverfahren garantiert? All das versuchen wir jetzt zu klären. Olivenöl, Katzenfutter, Zahnbürsten, Toilettenpapier, was haben diese Artikel miteinander gemeinsam? Naja, die sind alle Produkte des täglichen Gebrauchs und werden regelmäßig benutzt. Und der Markt ist in nahezu jeder Branche undurchsichtiger geworden, da es einfach zahlreiche Marken und Variationen eines einzelnen Produkts gibt. Also, was soll man kaufen? Hinzu kommt, dass teure Produkte wie beispielsweise ein Kindersitz nicht mal ebenso ausgetauscht werden können, wenn sie uns nicht gefallen, geschweige denn, wenn sie ihren Zweck nicht erfüllen. Und um uns diese Sorge zu nehmen, also dass wir einen Artikel zwei- oder dreimal kaufen müssen, weil er uns nicht gefällt oder weil er seinen Zweck nicht richtig erfüllt, dafür gibt es die Stiftung Warentest. Zunächst als Organisation für Warentests durch die Bundesregierung beschlossen, wurde am 4. Dezember 1964 vertreten durch den damaligen Bundeswirtschaftsminister Kurt Schmücker die Stiftung Warentest als selbstständige rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. Also eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit finanziellen Mitteln eines Stifters bestimmte Aufgaben erfüllt. Im Fall der Stiftung Warentest ist die Stifterin die Bundesrepublik. Da die Stiftung in ihrem Magazin beispielsweise auf Werbung verzichtet, um Neutralität zu gewährleisten, unterstützen auch wir Steuerzahler die Tests von Stiftung Warentest. Trotzdem finanziert sich das Institut auch zu großen Stücken selbst, durch den Verkauf des Testmagazins, dem Abschluss eines Online-Abos oder natürlich auch durch das Ausstellen von Testsiegeln kommt Geld in die Kasse. Und ich muss sagen, dafür zahle ich richtig gerne Steuern. Ein unabhängiges Institut, das standardisiert Produkte für mich testet, das ist ein Privileg, das gibt's nicht überall auf der Welt. Und deswegen habe auch ich ein Online-Abo bei der Stiftung Warentest. Aber ich bin vorsichtig geworden, nicht zuletzt auch durch Beiträge aus den Medien, die Testergebnisse in Frage gestellt haben. Nein, auch durch eigene Erfahrung musste ich herausfinden, dass ein gutes Testsiegel nicht auch immer gute Qualität bedeutet. Um euch zu verdeutlichen, wie viel Macht so ein Siegel einem Produkt verleiht, starten wir mit einem Beispiel, das in diesem Fall nichts mit der Stiftung Warentest zu tun hat. Auch das Magazin Ökotest ist bekannt für ihre ordentliche Recherche und für Tests in Bezug auf ökologische Substanzen und chemische Beisätze. Und so vertrauten auch meine Frau und ich auf ein Testsiegel der Ökotest in Bezug auf Kinderzahnpasta für unseren kleinen Sohn. Die Wahl fiel 2022 auf diese Zahncreme von Dentinox. Die Nene Dent mit dem Testurteil sehr gut. Ein Jahr später stießen wir online zufällig auf diesen Nachtest der Ökotest, nachdem wir unserem Sohn schon 12 Monate lang mit dieser Zahnpasta die Zähne geputzt haben. Und das neue Ergebnis? Ungenügend. Wie kann das sein? In einem Jahr von der besten zur schlechtesten Note. Im aktuellen Test wurden diverse Zahncremes erneut auf einen ganz bestimmten Stoff getestet, Titandioxid. Denn in aktuellen Studien konnte nicht ausgeschlossen werden, dass Titandioxid erbgutschädigend ist. Sollte das stimmen, ist es wahrscheinlich alles andere als gut, dass sich ein Kind mit Titandioxid behafteter Zahncreme die Zähne geputzt hat. Denn kleine Kinder schlucken fast immer die gesamte Zahnpasta beim Zähneputzen herunter. Super also, dass die Ökotest hier nochmal nachgelegt hat. Wer das Update, den Nachtest, allerdings nicht gelesen hat, der weiß auch nichts davon und hat wahrscheinlich auch weiterhin zur Nene Dent oder einer anderen Titandioxid behafteten Zahnpasta gegriffen. Denn diese Zahnpasta hier stand auch lange nach der Nachtestung noch mit dem sehr gut Ökotest-Siegel in den Regalen. Und es gibt einige andere Marken, die stehen dort auch immer noch. Denn wer das Siegel einmal hat, der darf es in der Regel 2 Jahre lang auf seinem Produkt abdrucken. Während dieser Zeit darf das Label nämlich für ein testidentisches Produkt genutzt werden. Im August 2023 kontaktierte ich Dentinox und man gab an, dass im September 2023 die neue Nene Dent ausgeliefert wird, welche ohne Titandioxid auskommt. Und tatsächlich, bereits im September waren die neuen Chargen in den Läden und das Siegel entfernt. Klar, denn jetzt ist die Zusammensetzung nicht mehr die aus den ursprünglichen Tests. Ihr seht also, was so ein Testsiegel bewirken kann. Im schlimmsten Fall ist es ein echter Verkaufskiller. Und deswegen stehen sich nicht selten die Stiftung Warentest und Hersteller auch bei Gericht gegenüber.
Rittersport. Der Schokoladenhersteller verklagte die Stiftung, nachdem diese eine Nussschokolade der Firma mit mangelhaft bewertete. Grund: Die Schokolade wurde mit natürlichem Vanillearoma deklariert, wobei die Stiftung Warentest beim Einsatz des Aromastoffes Piperonal nicht von natürlich sprechen wollte. Jedoch wird der Aromastoff von einem externen Hersteller in einem physikalischen Verfahren aus Pflanzen gewonnen und kann daher laut Rittersport als natürliches Aroma bezeichnet werden. Nach einem jahrelangen Streit räumte die Stiftung Warentest also vor Gericht ein, der Test war nicht präzise und ausführlich genug. Okay, also auch der Stiftung Warentest können Fehler unterlaufen. Aber kontrolliert denn eigentlich niemand die Testergebnisse? In der Hessischen Niedersächsischen Allgemeinen heißt es dazu in einem Artikel: Der Verwaltungsrat der Stiftung Warentest kontrolliert die Tätigkeit des Vorstands. 7 Personen sind aktuell im Verwaltungsrat. Die Mitglieder sind noch bis zum 31. März 2024 Teil des Gremiums. 3 Männer und 4 Frauen. Dazu erklärt uns die Stiftung Warentest: Mitglieder des Verwaltungsrates können nur Personen sein, die Gewähr für eine unabhängige Ausübung dieser Tätigkeit geben. Konflikte mit Unternehmensinteressen müssen ausgeschlossen sein. Sie müssen außerdem besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf wesentlichen Sachgebieten der Stiftungstätigkeit besitzen. All dies ist in der Satzung der Stiftung festgelegt. Im Übrigen findet ihr zu allen Vorwürfen aus diesem Video die Stellungnahme der Stiftung Warentest in der Infobox. Grundsätzlich möchten wir uns also erstmal für die Transparenz und die Mithilfe der Stiftung Warentest bedanken. Aber wie gut sind die Kontrollen des Verwaltungsrates jetzt tatsächlich? Denn Beispiele, die wir gefunden haben, werfen Fragen auf. 2020 haben wir uns 2 Katzen zugelegt. Zu dieser Zeit habe ich mich intensiv mit dem Thema Katzenfutter beschäftigt. Denn auch für meine 4-beinigen Mitbewohner sollte es hochwertige Nahrung geben, die einem gesunden und langem Katzenleben entgegenkommen. Daher habe ich lange recherchiert, wie sich hochwertiges Katzenfutter zusammensetzt und habe einige Experten gefragt, also Tierärzte, Züchter, und die Antworten waren eigentlich immer die gleichen. Katzenfutter sollte einen möglichst hohen Fleischanteil haben, denn Katzen sind Karnivoren und ernähren sich quasi ausschließlich von Fleisch. Also am besten wirklich 60-90% Fleisch. Wenn möglich, soll so wenig wie möglich bis gar kein Getreide hinzugefügt werden. Katzen haben einen sehr kurzen Darm, der für pflanzliche Nahrung eigentlich nicht gedacht ist. Auch auf Zucker sollte ebenfalls verzichtet werden. Vorsicht ist geboten, wenn auf billigem Futter von tierischen Nebenerzeugnissen die Rede ist. Meist sind damit Nebenprodukte der Kategorie 3 gemeint. Diese sind für Menschen eigentlich nicht mal zugelassen und enthalten beispielsweise Hörner, Federn oder Geschlechtsteile. Ein hoher Fleischanteil ist für Katzen also besonders wichtig. Ich habe mir jetzt hier nicht nur den Testsieger der Stiftung Warentest gekauft, sondern auch ein Produkt mit der Note sehr gut, das Futter von Kaufland. Jetzt wollte ich mal wissen, wie viel Fleisch ist eigentlich da drin? Zunächst einmal, die Stiftung Warentest verweist auf einen sehr guten Nährstoffmix, hat aber wohl außer Acht gelassen, dass ein hoher Fleischanteil trotzdem wichtig ist. Die Kritik auf diesen Test war groß. Nicht nur Haustierportale fragten sich, was bei dem Test eigentlich schiefgelaufen ist, sondern auch diverse Leser und Leserinnen in den Kommentaren bei Stiftung Warentest Online. Und auch ich muss deutliche Worte finden, denn meiner Meinung nach kann dieses Futter auch für diesen Preis eigentlich nicht gut sein. Es kostet 30 Cent und hat einen Fleischanteil von gerade einmal 10%. Das ist viel zu wenig für Karnivoren. Und dann ist auf der Verpackung auch noch die Rede von tierischen Nebenerzeugnissen. Und das macht es mir schwer, bei einem Preis von 30 Cent für dieses Tütchen daran zu glauben, dass hier wirklich hochwertige Nebenerzeugnisse drin sind. Auch dazu haben wir die Stiftung Warentest befragt und das war ihre Antwort. Wir prüfen in unseren Tests mikroskopisch auf Bestandteile wie Federn oder Horn. Bisher waren jedoch alle Produkte unauffällig. Vereinzelte Federn sind für die Tiere kein Problem. Weiter heißt es: Ein hoher Fleischanteil im Futter garantiert nicht automatisch einen ausgewogenen Nährstoffgehalt und damit eine gute ernährungsphysiologische Qualität des Futters. Fehlen wichtige Nährstoffe, sind sie überdosiert oder stehen in einem ungünstigen Verhältnis zueinander, kann das Futter auch trotz eines hohen Fleischanteils für die Katze nicht ausgewogen sein. Trotzdem darf dem Fleischanteil nicht so wenig Beachtung geschenkt werden. Das widerspricht sich meiner Meinung nach. Trotzdem haben wir unser Skript nach der Antwort der Stiftung Warentest noch mal ein bisschen angepasst, denn wir haben zunächst davon gesprochen, dass in Nebenprodukten der Kategorie 3 auch Urinreste mit drin sein können. Da hat uns die Stiftung Warentest allerdings aufgeklärt, dass das nicht so ist. Im Online-Auftritt der Süddeutschen Zeitung findet sich ein Artikel aus dem Jahr 2012. Darin liest man, wie der Stiftung Warentest zu Ohren gekommen ist, dass Hersteller ihre Waren manipulieren und beispielsweise in Bezug auf Reinigungsmittel oder Säfte Rezepturen verändern, um bei Tests der Stiftung besser abzuschneiden. Nach dem Test sollen die Rezepturen dann allerdings wieder umgestellt worden sein.
Was damals nicht passiert ist, nämlich eine Quelle zu diesen Aussagen zu befragen oder mit anzugeben, ist uns aber aller Wahrscheinlichkeit nach gelungen. Wir konnten nach monatelanger Recherche eine vertrauenswürdige Person finden, welche uns gegenüber Manipulationsprozesse eines großen Unternehmens bestätigt, das zum Schutz unserer Quelle hier nicht genannt werden kann. Im Folgenden nennen wir unseren Kontakt Martin. Und Martin hat uns Unterlagen gezeigt, welche seine Position in diesem Unternehmen bestätigen. Was er erlebt hat, erzählt er am besten selbst. Ich habe einen Großteil meiner beruflichen Karriere bei gearbeitet und dabei so, dass ein Teil der Belegschaft, ein gewisser Kreis an Personen wusste, wann ein Schiff gewarnt ist, ihre Produkte einkauft. Zumindest scheint es so, weil zu den vermuteten Testzeiträumen wirklich geschaut wurde, dass der Markt mit höherwertigen Produkten geflutet wurde. Denn eigentlich gab es eine normale Variante, die das komplette Jahr über im Markt verfügbar war und die auch quasi jeder Konsument immer kaufen konnte. Und es gab eine Variante, die höherwertige Inhaltsstoffe verarbeitet hatte. Und diese höherwertige Rezeptur, sage ich mal, die wurde strategisch so im Markt platziert, dass der Schiff im Markt ist, Einkäufer mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dieses höherwertige Produkt am Ende einkauft. Das heißt, es wurde im Voraus geguckt, dass früh genug die Produktion umgestellt wird und die hochwertige Variante im Markt verfügbar war. Und nach der Veröffentlichung der Testergebnisse war es dann so, dass die Produktion wieder auf die Standardvariante zurückgefahren wurde. Bei uns im Unternehmen war der Druck, dass das nächste Stück Wahltestergebnis wirklich gut ausfällt, so hoch, dass zum Teil Produktverantwortliche um ihre Jobs gefürchtet haben, wenn sie das Ergebnis nicht erreicht haben. Es scheint da draußen im Handel also tatsächlich verschiedene Qualitätsvarianten diverser Produkte zu geben, die dann zum Testzeitraum in den Markt gebracht werden und danach wieder weggenommen werden. Crazy! Natürlich können wir die Markennamen, um die es geht, hier jetzt nicht nennen. Ich sage euch, das sind die ganz großen Fische. Aber was sagt jetzt Stiftung Warentest zu diesen Vorwürfen? Ich meine, sie selbst tragen ja keine Schuld für dieses Problem, können es aber auch nur schwer in den Griff kriegen, oder? Zunächst stimmen wir zu, dass bei Lebensmitteln, Kosmetika sowie Wasch- und Reinigungsmitteln grundsätzlich eine relativ kurzfristige Veränderung der Produktqualität möglich ist. Und dass deshalb die Gefahr besteht, dass Anbieter Produkte für bessere Testergebnisse nicht nur der Stiftung Warentest verändern. Deswegen kauft die Stiftung Warentest grundsätzlich alle Produkte anonym im Handel, wie jeder andere Verbraucher auch. Eine Manipulation würde also erfordern, dass ein Anbieter über einen längeren Zeitraum alle im Handel angebotenen Produkte in einer besseren Qualität hergestellt hat. Ein immenser Aufwand, aber unseres Erachtens nicht unmöglich. Exakt. Und genau das bestätigt Martin uns auch. Denn er sagt, dass die neuen Chargen, also mit der verbesserten Variante, schon länger vor dem Testzeitraum in die Läden gebracht werden, damit dort eben möglichst viele davon vertreten sind und ein Einkäufer der Stiftung Warentest dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zu genau diesem Produkt greift. Also ja, es ist ein immenser Aufwand. Wir legen es euch ans Herz, euch die gesamte Stellungnahme der Stiftung Warentest nochmal durchzulesen. Wie gesagt, die findet ihr in der Infobox. Zum Schluss noch ein Beispiel, das nicht besser verdeutlichen könnte, welche Macht so ein Testsiegel einem Produkt verleihen kann. Und auch hier weiß ich eigentlich, wovon ich rede, denn ich besitze diese Produkte selbst. Es geht um die beste jemals getestete Matratze Deutschlands. Zumindest bis 2021. Bis dahin erlebte die Bett1.de Matratze einen nie dagewesenen Erfolgsboom. Die Matratze verkaufte sich über 3 Millionen Mal, so oft wie keine andere, und stellte die Branche damit auf den Kopf. All das, weil sie sehr günstig war und dennoch die Bestbewertung einholte, 1,7, also gut. Bis dann 2021 die Emma-Matratze, also diese hier, ebenfalls mit 1,7 bewertet wurde. Die Bett1.de Matratze Bodyguard hingegen wurde nur noch mit 2,6 und damit befriedigend bewertet. Aber wie konnte jetzt aus einer guten Matratze nur noch eine befriedigende Matratze werden? Naja, die Emma-Matratze, der neue Star am Matratzenhimmel, bietet nur eine Liegeseite. Und die ist laut Stiftung Warentest eben gut. So eine gute Seite hat aber auch die Bett1.de Matratze. Aber sie bietet im Gegensatz zur Emma-Matratze noch eine Wendeseite mit einem anderen Härtegrad. Diese Alternativseite wurde aber 2018 nicht getestet. 2021 hat man sich überlegt, aber auch die mal zu testen, und siehe da, die ist nur befriedigend, und so wird aus dem Gesamtergebnis 1,7 eine 2,6.
Schade eigentlich, denn im Gegensatz zur Emma-Matratze gibt es ja eine Wendeseite, quasi kostenlos mit oben drauf. Aber zu welcher Matratze würdet ihr jetzt greifen? Eine Matratze ist gut und die andere nur befriedigend. Dabei ist letztere mehr oder weniger die gleiche Matratze wie vor ein paar Jahren und bietet noch eine zusätzliche Wendeseite. Die Stiftung Warentest äußert sich wie folgt und achtet mal darauf, ob ihr diesen ganzen Kontext auch aus einem einfachen Testsiegel mit herauslesen könntet. Hinsichtlich der Bewertung gehen wir ganz grundsätzlich davon aus, dass Produkte, die zusätzliche Eigenschaften ausloben oder aufweisen, sich auch einer entsprechenden zusätzlichen Bewertung stellen müssen. Einfaches Beispiel. Wir halten ein Blitzlicht bei einer Systemkamera nicht für zwingend. Wenn die Kamera jedoch einen Blitz aufweist, bewerten wir diesen, weil wir davon ausgehen, dass VerbraucherInnen in diesem Fall auch einen funktionierenden Blitz erwarten. Übertragen auf Duo-Matratzen bedeutet dies, wir bewerten beide Liegeseiten, weil in der Werbung diese Wahlmöglichkeit häufig auch deutlich herausgestellt wird. So kann es vorkommen, dass im Vergleich mit einer Monomatratze ein Duo-Produkt schlechter bewertet wird, auch wenn eine Seite genauso gut wie die Monomatratze abschneidet, die andere Seite jedoch eine schlechtere Qualität aufweist. Okay. Gut, befriedigend, mangelhaft, irgendwie komisch, dass auch ich auf ein Notensystem vertraue, von dem ich schon zu Schulzeiten nichts gehalten habe. Nicht selten vertrauen wir also blind auf eine Note, ohne uns die Details durchzulesen oder sie zu hinterfragen. In welcher Disziplin ist das getestete Produkt denn schlecht oder gut? Naja, und wie in der Schule können die Teilnehmer anscheinend auch ganz gut durch Tricks bessere Noten bekommen. Wir haben auch noch andere Beispiele gefunden, die unserer Meinung nach Testergebnisse in Frage stellen. Allerdings hätte all das das Video komplett gesprengt. Allerdings wollen wir die Stiftung Warentest nicht grundsätzlich in ein schlechtes Licht stellen oder sie abwerten. Nein, im Gegenteil, wir sind eigentlich der Meinung, dass sie vielen Menschen eine Orientierung gibt. Aber, und das ist im Prinzip unsere Message, ein gutes Testsiegel steht nicht über allem. Zum Schluss erlaube ich mir noch einen kleinen Spaß, denn erinnert ihr euch noch an den Fall Rittersport, wo es ja wegen eines bestimmten Zusatzstoffes die Note mangelhaft gab? Das hier ist der letzte veröffentlichte Test der Ökotest zu verschiedenen Schokoladenherstellern und nur zwei Hersteller bekamen die Note gut. Und ratet mal, wer einer davon ist. Richtig, Rittersport. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und dazu gehört eben auch das Vergleichen verschiedener Tester und deren Testergebnisse. Also ein gutes Testsiegel bedeutet nicht immer auch gute Qualität. Das werde ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf abspeichern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.